Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Oh. Sind wieder mehrere? Was ist das? Boah, wow, es sind drei! Ganz dringend meine Schusswaffe. Das ist ja geil. So eine Feuerleitung kann also dann auch Feuer spucken. Krall. Geil. Hat doch nicht ganz so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich nämlich mehr als nur... Also, dass ich einen Kanister halt nehme und dann den nächsten, sondern habe halt beide auf einmal kaputt gemacht. So, jetzt muss ich ja eigentlich sagen, ich habe ein Medikit. Wir haben keine Vollenergie. Wir verlieren momentan echt schnell Energie. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich das Ganze jetzt in Mediziner investiere. Also, ich habe mich entschieden. Weil, ja, es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut, Freunde. Vertraut mir, es ist einfach gut. So, ich bin ein Mediziner und ich mediziniere mich mal. Also, ich muss sagen, die Tastatursteuerung, die Maus-Tastatursteuerung ist echt nicht sehr intuitiv. Also, da muss ich echt sagen... Da gibt es einen kleinen Minuspunkt von mir, weil was ich hier teilweise auf falsche Tasten drücke, weil es... Oh. Weil es einfach so... Weil es einfach... Weil es einfach so untypisch ist, wie man hier das steuern muss teilweise. Das ist echt merkwürdig. So, habe ich jetzt Mediziner gemacht? Ja, ne? Von 43 auf 79. Wie viel halten jetzt ein Medikit? Hätte ich mal vorher nachgucken sollen. 43 auf 79 sind... 43... 43 auf 73 wären 30. Plus 5, 35 heißt jetzt. Alles klar. 35, das ist ja schon mal deutlich besser als 24, was vorher war, ja. Gefällt mir. So. Korrigier die Spule. So, Security. Okay, habe ich jetzt hier unten alles durchsucht? Ich glaube, oder? In den einen Raum, da kommen wir nicht... Ne, Moment mal, wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, wir sind rechts. Ne, Quatsch. Moment, ich bin ja auf einer ganz anderen Seite. Ah, wir haben noch nicht alles durchsucht, sorry. Rudernudeln. Stimmt, essen können wir ja auch wieder was, um uns dann langsam zu heilen. Aber ich weiß nicht, wie viel Punkte dann insgesamt die Nudeln geben, deswegen esse ich die jetzt mal noch nicht. Wir haben ja mit 79 Energie auch noch relativ... Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Wir haben ja noch relativ viel Energie, von daher passt es schon. Oh, aber wenn immer direkt, wenn direkt mehrere Mimics aus einem Gegenstand springen oder so, oder mehrere Mimics nebeneinander sind, das ist ja nicht so einfach. Vor allem die springen ja normalerweise direkt an und verursachen direkt Schaden. Nicht so geil. Ich will ja nicht eine Waffe haben, mit der er schießen kann. Dann werden wir wohl kaum die richtige Karte haben, aber. Ja. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Security-Karte oder so, keine Ahnung. So, okay. Muss ich. Was ist hier oben? Trauma Center. Ah, da müssen wir also hoch. Sehr gut. Ich muss mich kurz akklimatisieren, wo ich bin. Angerauchte Zigarre. Viele angerauchte Zigarren. Warum rauchen die denn nicht zu Ende? Da unten drin waren wir schon. Shuttle Bay geht's nicht weiter. Genau, da geht's da hoch. Okay, dann gehen wir mal ins Trauma Center, weil... Das ist nur auf einer Ebene, genau. Genau, wir müssen also sowieso darüber, weil nur davon haben wir die Karte. Das ist echt cool, dass es hier keine unsichtbaren Wände gibt. Zumindest habe ich bisher noch keine gefunden. Man kann wahrscheinlich über... Man kann wahrscheinlich überall... runter und rüber springen. 9mm Munition. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Schuss Munition haben, sobald wir Waffen finden. Das ist schon mal cool. Stuff Launch. Laura McAvoy. Die ist, ja, anscheinend sehen die dann echt einfach aus wie hässliche alte verschrumpelte Männer im Gesicht. Krass.
Auch wieder ein paar biologische Abfälle. Trauma Center, da kommen wir auf jeden Fall rein, aber ich will mal kurz nachher nach oben gucken. Oh nein, das klingt nach Phantom. Ach, das Geschütz schießt auch auf uns, glaube ich. Das müssten wir vorher hacken und dann brauchen wir, glaube ich, Hacken 2. Ich habe eh keine Neuromods mehr. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, jetzt sieht es aber auch nicht besser aus. Ich muss besser darauf achten, was Fake sein könnte. Please swipe your tracing bracelet to recall your reservation. Pflücken erstmal alle Blumen, wichtig. Ich hatte Angst. Oh, das Ding der Phantom. Tracking Armband, Sylvie. Was mache ich damit? Dem Tracking Armband? Ein Sicherheitstracking-Armband, das alle Mitarbeiter und Volontäre bei Transtar erhalten, okay. E-Mail. NSP-Spritzen, seltsam, ich kann die Aufzeichnungen nicht aufrufen. Sie sind nicht im System. Soll ich immer noch vorbeikommen? Alejandro, kommen Sie bitte vorbei. Können Sie mir auch Yushins Werte und Familienunterlagen weiterleiten? Regina Sellers. Hallo Regina, tut mir leid, hätte Ihnen Bescheid sagen sollen. Die NSP-Spritzen waren für Chief Ilyushin? Leichte physiognomische Erschöpfung, hätte es vermerken sollen. Alejandro, wem wird denn NSP verabreicht? Laut Inventur fehlt eine Schachtel Spritzen. Vielleicht sollten wir einfach von unten anfangen zu lesen. Eingebrochen Verletzte. Achtung an alle Sicherheitsmitarbeiter. Nimm den Quartierschlüssel von Bellamis Leiche an dich. Oh Gott. An alle, die da rum. Es werden mehrere verletzte Personen wie ein möglicher Todesfall eingeliefert. Einer von ihnen ist Dr. Sylvain Bellamy. Bringen Sie ihn nicht ins Traumazentrum. Er muss unbedingt in die Psychotronik aus dringenden Sicherheits- und Gesundheitsgründen. Ich wiederhole, liefern Sie Dr. Sylvain Bellamy nicht ins Traumazentrum ein. Bringen Sie ihn unbedingt in die Psychotronik. Also muss ich in die Psychotronik oder was? Na toll. Hannah Goldfest. Oh, ich dachte, wir können die Blumen auch mitnehmen. Oh Gott, hoffentlich brauche ich die auch mal irgendwann. Dass ich jetzt sinnlos den ganzen Schrott mitnehmen. Also, solange wir nicht beladen sind, passt das schon. Oh, da ist ein Phantom, das brennt. Scheiße, Mann. Und ich habe noch keine geile Waffe. Will ich hier weitergehen? Ich würde sagen, wir schnell speichern erstmal. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Wir können es also mindestens mal probieren. Okay, wir haben auf jeden Fall gut was abgezogen, würde ich sagen. Ich würde gerne noch so ein Ding mir schnappen. Was macht er denn? Er hockt einfach da, macht nichts. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Es hat auf jeden Fall schon viel Energie verloren. Leider habe ich, glaube ich, die eine Explosivdingens da weggeschmissen, also verschwendet. Also wir können da nicht langlaufen, weil wir können auch nicht rennen. So, ich hoffe mal, da ist es nicht direkt. Ja. Wir können uns lehnen. Da. Fast tot.
Komm, 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 weg. Noch ein Treffer, dann ist er tot. Ich schaffe es ja wirklich. Wir haben noch mindestens einen Versuch. Naja, da ist auch noch einer. Noch zwei Versuche haben wir nach der hier. Okay, da war irgendwas Schlechtes. Geschafft, oder? Sehr geil. Der hat aber echt viele gebraucht. Eieiei. So, was haben wir da? Typhodrogan, russische Blinis und 9mm Munition. Sehr gut. Ich hoffe mal, es lohnt sich. Wir finden da irgendwas. Zum Beispiel Medikit wäre ganz cool. Aber wir haben es taktisch, glaube ich, gut gelöst. Wir haben aber halt überhaupt gar keine Karte mehr. Also wir müssen jetzt noch irgendwas finden, um hier weiter voranzuschreiten. Und wir, jetzt sind hier wieder 1000 Mimics. Dann drehe ich durch. Ich speichere nochmal. April McGuire. Ach, stimmt. Waren bei dem PC waren da noch viel mehr Sachen als nur die zwei E-Mails. Ich trottel. Besatzung, Traumazentrum. Kein. Das war nicht der Plan. Kein Lebenszeichen. Okay, das ist glaube ich. Hä? Finde das Besatzungsmitglied Alejandro Mata hier suchen. Arboretum. Hä? Warum soll ich das denn machen? Okay, ich habe das glaube ich nicht draufklicken sollen. Jetzt geht das hier durch. Ja, Ziel aktualisiert. Okay, okay. Die hier soll ich doch finden, oder? Wie war das nochmal? Ist egal. Wir machen das schon. Ich suche einfach alles und dann wird mir einfach schon sehen, wie es weitergeht. Komme ich zurück? Programme. Bereichskarte. Bereichskarte. Sehr schön. Ich will aber, wie gesagt, gar nicht die eine Frau da finden. Moment, hier muss es doch irgendwie die Möglichkeit geben für Ziele und so. Status. Genau. Ziele. Hauptgeschichte, rufe die Videodatei ab. Finde das Besatzungsmitglied, Elizabeth Bay. Schlüssel der Leiche, nimm der Schlüssel und belahm ich Leiche an dich. Okay, okay, okay. Egal, wie gesagt, wir machen das schon irgendwie. Jetzt sind wir fertig, ab in den nächsten Raum. Planen ihren Urlaub, besuchen einen vertrauten Ort, lieber etwas Neues an. Okay, weiter. Bitte warten. Komm, geh weiter. Was dauert denn hier so lang? Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Ich glaube, die wollen nicht, dass es weitergeht. Guter Cop, erfolgreicher Cop. Von Dr. Avalon Bayer. Der in den Unterhaltungsmedien dargestellte typische Verdächtige ist bei Vernehmungen stur, clever oder sogar arrogant und liefert sich einen verbalen Schlagabtausch mit dem Vernehmer. In puncto Dramatik funktioniert das gut. Gibt wirkliche Abläufe aber nur unzureichend wieder. Es ist wichtig anzumerken, dass die meisten Verdächtigen reden wollen. Lassen Sie es zu, geben Sie ein paar Stichworte, aber nur um den Redefluss in Gang zu halten. Versuchen Sie nicht etwas zu steuern, sondern lassen Sie die Person einfach reden. Meiner durch Fallstudien bestätigten Erfahrung nach gelangen die meisten Menschen irgendwann zu den Informationen, die sie erhalten möchten, wenn sie ihnen einfach zuhören und ihre Annahmen, falls nötig, bestätigen. Kommen meine Leute zu dir. Hallo Matt. Mir hat schon wieder jemand ein Krankschreiben wegen Erschöpfung vorgelegt. Wurde wohl von dir unterschrieben. Ich will nur sicher gehen, dass das Ding echt ist. Bilde ich mir das ein oder kommen wirklich ständig Leute mit Stresssymptomen zu dir? Trevor Young. Matthias, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er ist ohne Psychoskop in ein Experiment gerannt und ist aus der Ruhe gelaufen. Guten Morgen, Talos.
Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. De Vries verspricht eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Wir könnten nichts mehr tun. Sie haben die Kontrolle über ihn übernommen. Ich habe den Verdacht, dass die Typen andere Lebewesen dazu zwingen können, sich in sie hineinzuversetzen. Vielleicht gelingt es uns irgendwann, den Vorgang umzukehren, damit sie sich in uns hineinversetzen können. Bitte behalten Sie Mr. Young vorerst in Quarantäne. Vielen Dank. Hallo Anna. Bitte halten Sie das Personal vom Quarantänebereich fern. Wir haben dort einen potenziell ansteckenden Patienten, der unter Gedächtnisschwund leidet. Aktuell sollen nur Dr. Kohl und ich eingelassen werden. Bitte ändern Sie den Zugriffscode auf 5324. Okay. Dokument über die Stationierungsanforderungen. Studien zeigen, dass bei länger als 3 Monaten stationierten Besatzungsmitgliedern eine signifikante Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verhaltensänderungen und psychischen Störungen besteht. Auswirkungen von Verhaltensproblemen können durch entsprechende Hilfsmittel zur Überwachung der Gemütslage und zur Risikoabschätzung abgemildert werden. Gleichzeitig sollten möglichst viele von der Erde gewohnten Annehmlichkeiten und Freizeitaktivitäten verfügbar sein. So. Kann ich das irgendwie abstellen, das Feuer? Also meine nächste Frage. Lucia Jimenez. Auf dem Operationstisch gestorben. Was für eine Tragödie. Bitte kontaktieren Sie einen Medikit, Fabrikatorplan. Was kann ich damit machen? Kann ich mir selber Medikits bauen? Das wäre natürlich geil. Neuere Mods, Status, Anzugschipssätze, Psychokopa. Ist das hier irgendwo? Duckbier. Also ich kann's gerade nicht sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Spiel uns eh noch sagt, wie man Sachen baut, oder? Notizen, Autodoc, Zugangsdaten, Pläne. Da, ein Erste-Hilfe-Kit mit Autodiagnose zur Erstbehandlung bei leichten Verletzungen. Unendliche Lizenzen. 2 Blatt irgendwas, ein weiß ich nicht und... Ja, keine Ahnung, was man das machen kann. Tschüss. Regina Sellers, Passwort gesperrt. Hacker 3 erforderlich. Okay, das wird dann wohl nichts werden. Hä, wieso? Wieso komme ich nicht raus? Zurück. Ach, F. Nee, zurück. Ich drücke Maustaste 2, es passiert nichts. Oh mein Gott. Einfach nur wieder raus. Oh nein. Oh, mit Leertaste, mit Wegspringen hat es geklappt. Meine Fresse. Ergebnisse. Patient positiv auf nicht kleinzelliges Lungenkarzinom getestet. Patient gab bei seiner Anmeldung keine Beschwerden an, bevor er zum Fähigkeitsaufzeichner gebracht wurde. Patient sofort kontaktieren und unverzüglich zum Traumazentrum überführen, falls er sich noch auf der Talos 1 aufhält. Blaues Feuer, was macht es? Es leuchtet blau. Grünes Gift, wie es aussieht. Reagenzglasprobe. Mhm. Martin Giroux. Noch eine Leiche. Luther Glass. Neuromod, der hat eine Neuromod. Wie geil ist das denn? Das ist schön, dass die auch immer mal solche Dinger mit rum sich tragen. Und es zeigt mir, es lohnt sich, die Leichen zu durchsuchen, weil Neuromods sind geil. Aber ich heb die Neuromod jetzt auch erstmal wieder auf. Bis ich mir dann sicher bin, für was ich die verwenden möchte. Psy-Hypo, was macht das? Was macht das denn? Dieses Psychotonikum erhöht das psychische Potenzial eines Individuums, wenn es injiziert wird. Stellt 48 Psy wieder her. Aber wir haben noch gar nichts für Psy, glaube ich. Also wäre mir neu, dass wir jetzt irgendwelche Psy-Kräfte hätten. Quarantäne. Ist das die, für das wir dieses passen? Hat er denn Probleme? Trevor Young. Fremd kontrolliert. Oh oh.
Sunburst Bananenpudding. Kann ich dem irgendwie helfen, oder? Petrischalenprobe. Wir schnell speichern mal und gucken da mal rein. Würde ich sagen. Ach, das ist einfach explodiert und hat uns Schaden zugefügt. Und zwar ziemlich viel. Ja, eigentlich will ich das was nicht machen mit Schnellladen und bla bla bla. Ich mach das trotzdem. Was? Bin ich verdrückt? Ich will das nicht! Dev Reese 7324 hat nichts. Ist jetzt umsonst gestorben. Ich meine, er wäre ja eh gestorben, wenn wir ihm jetzt nicht hier. Jetzt hat er wenigstens den schnellen Tod. Wenn wir ihn da nicht rausgeholt hätten oder das versucht hätten, dann hätte das ja dazu geführt, dass er irgendwann, weil er kein Essen oder sowas hat, sowieso stirbt, oder? Ist jetzt ein bisschen schade. Aber konnten wir ja nicht ahnen. Also konnte ich nicht ahnen. Na gut. Proband wirkt desorientiert, paranoid, nicht sicher, wie viel seines derzeitigen Verhaltens dem Vorfall zuzuschreiben ist und wie viel der zurückliegende Neuromod-Deinstallation. Empfehle ihn weiter unter Beobachtung zu stellen. Matthias Kohl. Na gut, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Abbrechen. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.